Oh, wie schön. Och, wie hübsch. Hier fühle ich mich ja gleich wohler. Ich möchte ja gar nicht mehr in die Wüste zurück. Und ich glaube, da hinten ist so ein Aufladeteil, oder? Ich habe doch keinen Knick in der Optik. Das ist doch ein Aufladeteil. Ja, ich glaube, das sehen wir hier auch auf der Karte nochmal. Gut, das heißt, diesen kurzen, aber kniffligen Weg, den müssen wir jetzt noch irgendwie lebend überstehen. Ich glaube, das wird echt knapp, weil eigentlich möchte ich nicht noch mehr Items hier einsetzen. Oh, und wir haben neue Gegner, wie erwartet. Einmal einen Samurai und einmal einen Roundmaster, von dem wir, glaube ich, auch den Core schon haben. Na, gucken wir mal. Ach du Scheiße, ich glaube, die sind nicht empfindlich gegen Feuer. Andererseits dadurch, dass sie selber mit Feuer angreifen. Oh Gott. Oh Gott, als hätte ich es ahnen geahnt oder ahnen müssen. Heiliger Bimbam, ja, die haben alle das Element Feuer. Oh, da muss ich jetzt aber mal richtig umdisponieren. Das wird hier eine ziemlich heiße Kiste. Wir sind mit Izuma und der Flammenflatter, die ja beide so auf Feuer ausgerichtet sind, sind wir bisher immer super gut gefahren. Aber ja, jetzt kommen wir damit irgendwie nicht so weiter. Ach, was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Das sieht echt nicht gut aus, vor allen Dingen nicht für Karin. Ja, die muss ich jetzt heilen. Das wird, glaube ich, jetzt noch einige Runden andauern. So, immerhin minimieren wir schon mal die Anzahl an Gegnern. Sehr, sehr ungünstig, das Ganze hier. So, dann macht er mal von hier aus seine High Blade. Tja, jetzt ist die Frage, soll ich Karin nach vorne holen? Ich glaube, das tue ich jetzt einfach mal, um diesen High Return Dance auszuführen. Und die machen aber auch verdammt viel Schaden, ja. So, und jetzt mal blowt einmal in diese Richtung. Ja, irgendwie habe ich genau damit gerechnet. Aber ich glaube, die lebt noch. Ich glaube, die Flammenflatter hat gerade noch so überlebt. Haha, mit 41 Punkten. Das ist doch hier echt ätzend. Wenn ich jetzt Glück habe. So, also die Flammenflatter müsste jetzt hier mit einer Attacke. Und sie kann. Ja, da müsste der Gegner auch down sein. Und hier machen wir das jetzt so, dass er die High Blade macht. Und der Zuma geht jetzt hier nach vorne und macht einmal noch den High Flare Rush. Nein. Und was tut sie? Was tut sie? Was tut sie? Ein Megashoot. Kommt, bitte gebt alles. Ich möchte diesen Kampf jetzt schnell abgeschlossen haben. Ja. Alter Schwede, was für eine Herausforderung hier. Das ist echt nicht mehr schön. Und Rygar ist jetzt auch noch auf null. Ah, wie soll ich das jetzt nur überleben, bis wir da zu diesem Aufladeteil hinkommen? So, was tun wir jetzt? Ich werde erstmal gucken, wie sich vielleicht der Schimmel für sich hier machen wird. Aber wir machen auch echt richtig wenig Schaden. Das ist echt absolut ungünstig, gerade wie sich das hier entwickelt. Und nee, ich muss jetzt auf Nummer sicher gehen, weil ich will mich jetzt hier nicht die ganze Zeit abmühen müssen. Ich werde Rygar jetzt wieder ins Boot holen und der ist mir jetzt einfach zu wichtig. Habe ich natürlich mal eben richtig viel Kohle verprasst. Aber, also Kohle verprasst in dem Sinne, dass ich hier extrem teure Items gerade finanziert habe. Aber ich möchte zu diesem Aufladeteil hinkommen und Karin, die stirbt mir hier zu schnell weg. Oh. We need to head east at the turn up ahead. And we'll come to Kyoto City. Watch out! Well, what's wrong, Rygar? Nein, bitte kein Gegner. There, Atsuma. A woman? Ha! Two! Ha!
More of them! Come then, let your lives fall across my blade. Hey, what are you doing? What do you mean? We're going to help her, of course. Come on, Rygar. Rygar? As you say, let us go. Okay, irgendwas stimmt mit Rygar nicht. Und Gott sei Dank bekommen wir jetzt noch die Möglichkeit zu speichern. Oh, denn mit unserer momentanen Besetzung sehe ich hier ehrlich gesagt ziemlich schwarz. Aber wenn das so die Samurai-Viecher sind und nicht diese Round-Typen, die da so richtig viel Schaden ausgeteilt haben, dann geht das ja fast noch. Ja, wir haben eine sehr, sehr hübsche Frau jetzt hier kennengelernt, die hoffentlich bald zu uns stürzen wird. For the sake of our clan. You fool. You think you can best me. You are outnumbered. You really think you can defeat all of us? Stop! I hardly think this is a fair fight. Cowards! Girl, stay out of this. I think it's a little too late for that. All who obstruct our path shall be killed. That is the law of the Shinobi. Law? Shinobi? Big words that'll mean squat when you're flat on your backs. Ach ja, Yuki hat wieder die größte Klappe von allen, wie immer. Come on, let's mop up these clowns. Na, ob das so einfach vonstatten gehen wird, ich weiß ja nicht. Aber gut, dass ihr alle so zuversichtlich seid. Ich darf euch ja jetzt steuern und bin da irgendwie nicht so optimistisch. Aber gut, 920 ist jetzt nicht so die Masse an an HP, die die mitbringen, und die sind auch in gewissem Maße nicht immun gegen Feuer. Das ist auch schon mal gut für uns. So, ja, dadurch, dass wir jetzt diesen Schimmelpfirsich wieder dabei haben, haben wir hier auch wieder nur eingeschränkte Möglichkeiten, uns zu bewegen. Rygar steht wieder total bekloppt. Na gut, dann müssen wir eben alle erstmal auf die erste Reihe gehen. Und hoffen, dass die anderen dann entsprechend nachrücken. Wow, was war das denn? Hat er etwa nach seinem Tod uns noch eine Attacke mit auf den Weg gegeben? Ach du Scheiße. What are these guys? He blew himself up? Hahaha, we ninja do not fear death. Watch out for the explosive attacks, Atsuma. Ja, super. Ich hab hier irgendwie gerade kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass Atsuma jetzt stirbt, weil wir haben Karina als Heilerin auch nicht mit an Bord. Ach ja, wenn ich ihn hier hinstelle, dann kann er wieder nichts ausrichten. Die Anordnung bereitet mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen. Oder ich lasse es, ja, ich lasse es jetzt auf so einen Mega-Phoenix ankommen. Egal, was soll ich sonst machen? Ich möchte diesen Kampf jetzt hier möglichst irgendwie überleben, wenn das geht. Und wartet mal, vielleicht wäre es gut, wenn ich Rygar jetzt hier noch direkt vor meiner Nase platziere, damit er die Heilung auch noch mitnimmt. So, dann machen wir das so. Dann kannst du jetzt heilen mit deinem High-Cure-Dance. Ja, und dieser Pfirsich, der kann irgendwie nicht sonderlich viel. Poison Ball hätte ich jetzt in Erwägung gezogen, aber das erreicht ja dann keinen Gegner. Ja, wir müssen unbedingt zu diesem Aufladeteil mal hinkommen, denn sonst, ich meine, selbst wenn wir uns wieder komplett aufgeladen haben, wird das eine schwierige Kiste. Oh nein. Oh Gott. Was für ein kniffliger Kampf, ja. Kaum kommt man aus der Wüste raus, die man halbwegs im Griff hatte, da muss man sich dann hier schon mit solchen Herausforderungen plagen, aber ich glaube, das wird jetzt auch die letzte Runde hier sein. Kriegst du auch den hinteren? Ja. So, erreichst du auch irgendwie den hinteren? Nein, leider nicht. Das ist schlecht. Das heißt, du wirst dann mal wieder heilen.
Und Azuma, oh, der könnte jetzt nochmal den Phoenix machen. Ah, Mann, du stehst schon wieder so bekloppt. Kriegst du von hier hinten den Gegner? Ja, immerhin. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Bitte, bitte, bitte. Ah, scheiße, das habe ich ganz vergessen, dass die das ja auch noch machen. Oh nein, jetzt stirbt jemand, oder? Puh, ganz knapp überlebt, aber ganz knapp. Was für ein aufregender Kampf und dann auch noch so wenig SP. Also dieser Ort, der ist mir hier irgendwie gerade doch nicht so sympathisch. Also optisch schon, aber sonst. And that takes care of that. Thank you for your assistance. I am a humble servant of the Shogun of Kyoto. My name is Sayaka. Many thanks again for aiding me in my... Rygar. Okay, die scheinen sich zu kennen. It has been a long time, Sayaka. Why are you here? Oh, jetzt sag bloß, das sind Geschwister wieder, oder hatten die irgendwann mal irgendwas miteinander? Rygar hat ja vorhin auch schon so komisch auf sie reagiert, als sie hier auf die Bildfläche getreten ist. Sayaka? You know Rygar? Are you friends or something? Or something. That is, we're in... That is, I am his Fian. Ich weiß nicht, was sie mit Fian meint, aber bei diesem N, da könnte ich mir fast vorstellen, dass sie meint engaged. Also, ich weiß gar nicht, glaub, ist das verheiratet oder verlobt oder so? Oder ein Paar? Also irgendwie sowas. N Fian? What? You see, Rygar and I are to be married. Ah ja, also doch verlobt. Okay. No way! Rygar ist auch nur ein Mann. Was habt ihr denn alle gedacht, bitte? Married? You mean like married? That's insane! This is Rygar we're talking about. Is that such a strange thought that I might be engaged? But Rygar! Rygar? Rygar? I thought... I mean... Ich nehme jetzt, glaube ich, das untere, weil das auch mein Eindruck die ganze Zeit über gewesen ist im Spiel. Also nicht, dass er irgendwie schwul wäre oder so, sondern dass er wirklich es nur auf Karin abgesehen hat. Mal schauen. I mean, I thought, you know, you're only interested in Karin. I mean, you're always at her side. You're like, what am I thinking here? Yeah, like an overprotective mother hen or something. Ach, Azuma, hör lieber auf zu reden, du machst das nur noch schlimmer. You know, you might be right, Azuma. I feel quite stifled sometimes. My lady, I am thinking only of you and I. Oh Gott, ich habe Angst, jetzt A zu drücken. I know. But sometimes I want to be able to just stretch my legs. Okay, also diese ganze Konversation, die übersteigt jetzt meine Kompetenzen. Ich kann das nicht weiter kommentieren. My lady? Ah, my apologies. This is Lady Karin, Princess of London City. Oh, my. Please, forgive my impertinence. Oh, no need for such formalities. But I was so rude to you. Ignorance is no excuse. Naja, rude war sie jetzt nicht, also ich fand sie trotzdem nett und höflich. Don't worry about it. No harm done. Yes, let's just forget about it, okay? Excuse me? No harm done, certainly. But you two don't get to say it, okay? So tell us, Sayaka. Who were those ninja? Why did they attack you? I have no idea. Ninja are servants of Kyoto City, as I am. I would like to believe that this attack was some kind of mistake. It certainly didn't look like a mistake, did it? One thing. Who is this boy? The princess's personal valet, perhaps? Es war klar, dass sie sich darüber amüsiert. Hey, you hear that, valet? Well, if you're my valet, then I demand a bit more obedience. Azuma! Kneel before me! Scrub my boots! Ach ja, man kann es auch auf die Spitze treiben, aber ich glaube, ich hätte mich an ihrer Stelle auch drüber lustig gemacht. Whoa! Calm down there! I'm not anyone's valet. So you're not in her service? Of course not! So, you are simply traveling together for some reason. I'm sorry. I shouldn't have spoken
We're just traveling companions, okay? Comrades, if you like. When I said I had something to do in Kyoto City, well, these guys just all kind of came along. Hey, you make us sound like stray dogs or something. Atsuma is going to learn a secret art. We're here to support Atsuma's pursuit of knowledge. That's right. You can never have too much moral support. Secret art? Yeah, in order to control this right arm of mine. Uh-oh. Why is my arm suddenly reacting? Was passiert jetzt? Werden wir wieder in irgendein Paralleluniversum gebracht? Oh. I'm bored. Is there nothing interesting going on here? You there, say something amusing. Yes, my lord. Allow me to try a riddle. Very well. Tell me, my lord, how is a book? Yes, how is a book? Like your face, my lord, in three ways. How is a book like my face? Tell me then, don't keep me in suspense. Because both can be read, both can be open, and both can be closed. Ho-ho! Oh mein Gott, was ist das denn bitte? I see. Yes, that makes sense. Read, open and closed. Both of them. Oh, der klingt wie ein Boss, den man am liebsten ganz schnell niederstrecken möchte. Well done. My face can indeed be read, be open or be closed. Ja, ist okay. But I must admit, I feel like I'm being mocked. Oh, das hält ja aber spät auf. Is that my imagination? Yes, my lord. Just your imagination. There is no one in the entire world who would dare to mock you, Lord Tokimune. None at all. You're right. Of course you're right. Oh, eine neue Stimme? That's not what I've heard, you foolish little man. Oh, die Queen of Ice. Huh? Wait a minute. Did I hear something strange just now? Was that also my imagination? Not at all. Au Backe. Yora! Dev! I think you're trying to say devil golem. Whoa! Interessante Geräuschkulisse hat er so in seinem Sortiment. Man, protect me! There are none left to hear your call. Isn't that right, Toya? Yes, my queen. Oh, wie habe ich das nur vermisst? Eh? How dare you? What do you want? Money? I'll give you money. Just spare my life. Spare me! You're so pathetic. I've lost all will to kill you. Very well. Hand over the Lord of the Earth. What? Ich glaube, sie meint damit den nächsten Devil Golem, wenn mich nicht alles täuscht. I'll give you a little time. Revive the Lord of the Earth. Ja. I've been unable to locate the Magikor in this city. But you know where it is, don't you? No. No. I don't know anything about anything. If you don't revive the Lord of the Earth and quickly, then your city and you will be wiped out. No. Hat er sich gerade eingepinkelt? Habt ihr das auch gehört? Ich habe das nur ganz, ganz leise übers Headset vernommen. Ugh, you pathetic creature. Oh ja, ich glaube, ihre Reaktion unterstreicht das.
This is getting us nowhere. I'll be back. Make sure you have the Lord of the Earth ready. Come now, Toya. Yes, my queen. Yes, my queen. Lord Tokemune, are you okay? How can you ask that? Buh, my lord? Bring me fresh underwear. Also doch. Ich hab mich nicht verhört. It stopped. What was that? My arm. It reacts when a devil golem is nearby. When a devil golem is nearby? Does that mean... Yes, and considering we're in range, it must be Kyoto City. This is bad news. We have to hurry. Sayaka, please lead us. Of course. Head to the east at the upcoming turn. Kyoto City is a little further on from there. Okay, let's go. Wow, wow, wow. Und wieder überschlagen sich die Ereignisse. Oh, wir haben ja richtig viele Wege eigentlich zur Verfügung. Also eigentlich würde ich ja da links mich gerne noch umschauen. Wir sollen aber nach Osten weiter, okay. Also hier möchte ich mich zuallererst sowieso aufladen. Oh, Gott sei Dank. Endlich, 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 endlich. So, ja, den Poseidon, den nehme ich jetzt einfach mal wieder rein. Und ob ich dann den Vampiror oder Rhaegar sozusagen dabei haben möchte, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob ich einen neuen Golem eventuell mir erschaffen kann, beziehungsweise ich bräuchte auch von diesem Item hier ein bisschen was. Ich gucke mal, wie viel Geld gleich noch übrig bleibt. So, also ich glaube, neue Attacken werde ich erstmal nicht kaufen. Neues Core Material gibt es hier, glaube ich, auch nicht, auch wenn wir für Kareen immer noch diese Waffe hier in Erwägung ziehen könnten für 6000. Ich gucke aber mal erstmal hier, denn das wird jetzt richtig spannend. Ja, da haben wir sie. Wow. Und sie hat nur 40 HP, was? Warum hat sie denn nur 70 HP? Habe ich gerade 40 gesagt? Ich meinte 70. Was ist das denn? Ich hätte mir doch keine Sphinx erschaffen, die nur 70 HP hat. Warum haben denn alle anderen viel mehr? Ist doch Verarschung, oder? Okay, ich glaube, dann erstelle ich sie mir doch nicht. Der hier aber kann eine ganze Menge. 900 HP als Ausgangs... als Ausgangswert ist echt schon ziemlich viel. Ach so, und wartet mal, wo ist denn der Pinguin? Habe ich den schon mal erstellt? Ich bin ja gerade ein bisschen verwirrt. So, diesen Basilisken, den hätte ich mir jetzt gerne noch mal genauer angeguckt bei Status. So, der wäre hier vielleicht gar keine so schlechte Wahl. Ich werde den mir einfach erstmal erstellen. Einfach nur, damit wir mehrere Optionen haben, zwischen denen ich hin und her switchen kann. Damit ich auch ein paar von den Uralten rausnehmen kann. Lange hat der ja nicht mit uns gesprochen. No free space. Genau, da muss ich auch gleich nochmal umstrukturieren und gucken, was ich dann da mache. Ich guck mal kurz, was der hier noch kann. Wow, sein Gigabyte hat mit 80 pp richtig massig Schaden, den er austeilt. Ich glaube, auch den werde ich mir machen, weil wir hier in diesem, ja, in dieser Sumpfgegend, wir haben hier einfach das Problem, dass hier fast alle massig an Schaden austeilen und auch überwiegend hier Feuerattacken machen. Und da bringt mir so ein Wassergolem nicht so viel. Ja, ich habe jetzt kein Wort verstanden, außerdem hast du eklige, schrumpflige Zähne, aber du wirst uns hoffentlich trotzdem weiterhelfen. Ach, ja, und diese Sphinx, die will ich mir... Irgendwas ist doch hier faul. Irgendwas stimmt doch mit der nicht. Was kannst du denn? Okay, so die Mega-Attacken hat die jetzt aber auch nicht. Nö. Okay, auch wenn die jetzt total mächtig aussieht, ich glaube, ich werde jetzt aber auf die erstmal verzichten, denn...
Das scheint mir jetzt nicht unbedingt viel zu bringen. Der hier hat auch ganz schön viele HP, trotz seiner Winzigkeit. Ne, macht mir aber zu wenig Schaden. Keine Attacke mit über 60. So, hier wird es jetzt ganz interessant, denn hier möchte ich jetzt die ganzen Schwächeren alle mal raus haben. Ach, ich glaube, ich erinnere mich. Ich hatte das immer nach den HP oder mich an den HP orientiert. Die packe ich jetzt mal eben ein bisschen um. Also den Basilisken möchte ich auf jeden Fall mit drin haben. Obwohl, wartet mal. Nein, hä? Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. So, dann möchte ich Nael drin haben. Ich muss mir übrigens noch wieder neue Namen für die überlegen. Ja, dieser Megapenga, da ist ja der Pinguin, den ich meinte. Der hat aber so wenig HP. Der wird doch hier niemals irgendwas überleben oder bestehen können. Aber viel mehr haben wir jetzt momentan auch nicht. Hm, ist natürlich blöd. Was tue ich dann? Ich glaube, dann nehme ich Lady Arschlicht wieder mit rein. Ja, dann holen wir sie halt wieder mit rein. Und dann haben wir jetzt immerhin zwei neue, die ich dann gegebenenfalls mal ausprobieren kann. So, hier wird es jetzt richtig interessant. Denn Yuki... Wow, wobei hier am meisten Support und Agilität gepusht werden. Der Rest wird nur beiläufig erhöht oder vermindert. Ich will das mal gleich anlegen, nicht, dass ich das irgendwann wieder vergesse. So, Weapon und Revolver XX. Ja, und der sieht hübscher aus als der andere, wie ich finde. So, aber mir war irgendwie so, als ob wir noch mehr Waffen gehabt hätten, aber irgendwie... Scheint dem nicht so zu sein. Na gut, das heißt jetzt für mich, dass ich zum einen jetzt für Corinne die neue Waffe kaufe, die wir uns dann auch gleich erstellen werden. Ich guck mal eben kurz, ob wir hier noch irgendein Monster erschaffen können mit richtig vielen HP. Dieser Fencer, der ist nicht schlecht. Okay, nimmt auch nicht so viel Platz ein. Und hat auch mit dem X-Cutter eine richtig starke Attacke. Das könnte man auch in Erwägung ziehen. Ja, ich mache mir jetzt diesen Fencer nochmal. Der hat auch so, glaube ich, ganz gute Statuswerte. So, und dann würde ich mir von dem Rest... Ah ne, wartet mal. Erstmal synthetisiere ich Karins Waffe. Oh, die HP gehen runter. Warum? Die sind doch so wichtig für uns. Na gut, das muss ich dann aber entsprechend wieder auffangen, indem ich entsprechend HP auch levele, denn die anderen Attribute gehen alles um keinen unwesentlichen Anteil nach oben. Und dann möchte ich einmal noch diesen... Wo ist er denn? Hey, ich habe mir doch gerade... Ach, hier heißt der Blattfencer, der hieß vorhin nur Fencer. Den... Nein! Oh, mir fehlen... Oh, mir fehlen 7 Power... Gems. Och, ist das ärgerlich. Aber die werde ich mir jetzt hoffentlich noch kaufen können. Ja. 7 Stück. Okay, ein bisschen Geld bleibt uns dann auch noch für diesen Gegenstand, der die VP auffüllt. Das heißt, 3 werde ich mir davon noch holen können. Ganz schön teure Ange... Ah, ich wollte mir aber auch noch Return Powder holen. Och, Mann, das ist doch echt alles gerade nicht so einfach. So, wartet mal, dann machen wir das so. Ich hole hiervon erstmal 2. Dann hätten wir wieder 3 im Sortiment. Und hiervon kann ich mir dann 2 leisten. Das ist immerhin besser als nichts. So, und dann haben wir das jetzt auch. Da muss ich jetzt noch die Golems umpacken. Und den neuen hier mit reinholen. Dann geht jetzt Lady Arschlicht endgültig hier raus. Und dann kommt dafür der... Ach, ich habe den noch gar nicht erstellt. Oh, ich bin so blöd, ich bin so blöd. Synthesize Golem, jetzt müsste der hier auch mit drin sein. Und so ist dem auch. Und auf geht's. Soga Master. Tanum. Sehr schön. Du bewegst dich zwar ein bisschen unbeholfen, aber du scheinst trotzdem recht mächtig zu sein. Genau das, was wir jetzt momentan auch brauchen.
So, und jetzt holen wir sie aber wirklich raus. Jetzt habe ich hoffentlich auch nichts weiter übersehen und packen den Blattfenster mit rein. Wir dürfen nicht vergessen, dass sobald wir Golems neu mit reinholen, geht das auch super schnell, die abzugraden, weil die Anforderungen noch entsprechend niedrig sind für die. Deswegen ist so ein Wechsel durchaus mal sinnvoll zu gegebener Zeit. So, und ihre Stiefel ändern sich wieder, wie wir sehen. Und dann bekommt sie den Aqua-Screen und, ja, dann aufgeladen bin ich ja, genau. Okay, dann war es das an dieser Stelle auch. Die nächste Folge wird, glaube ich, ein bisschen knifflig werden, denn ich möchte, bevor wir weiter unseren Weg fortsetzen, gerne noch die ganzen Ecken hier in diesem Sumpf, auch erkunden und mir alles genau angucken. Und die Gegner haben wir ja gesehen, die sind nicht unbedingt einfach. Oh, da hinten sehe ich schon eine Truhe in der Ferne. Ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.